Herzlich willkommen zu den Bild Live News am Abend. Ich freue mich, dass Sie reingeklickt haben und das sind unsere Themen. Es ist eine Schande für die Polizei. So wütend reagiert NRWs Innenminister Herbert Reul heute auf die schockierenden Enthüllungen über rechtsextreme private Chatgruppen in der NRW-Polizei. Gleich ist Reul im exklusiven Bild-Interview. Außerdem: Er wurde brutal gefoltert und danach ertränkt. Musste ein Rentner aus Sachsen sterben, weil er seiner Bürgerpflicht nachkam und als Zeuge vor Gericht auftrat? Und obwohl sie schon einmal aus Deutschland abgeschoben wurden, so versuchen junge Afghanen wieder einzureisen. Hitlerbilder, Hakenkreuze und Flüchtlinge, die in Gaskammern stehen. Solche Inhalte sollen tatsächlich Polizisten in privaten Chats miteinander geteilt haben. Das, was heute bei einer riesigen Razzia in NRW rauskam, das ist eine absolute Schande. Insgesamt 34 Objekte haben mehr als 200 Ermittler in NRW durchsucht. Das Ergebnis: 29 Polizisten sollen in privaten Chatgruppen rechtsextreme Inhalte geteilt haben. Die Beamten wurden daraufhin sofort suspendiert. Gegen einige laufen sogar strafrechtliche Ermittlungen. Mir jetzt zugeschaltet ist unser NRW-Chefreporter Frank Schneider und bei ihm steht der Innenminister von NRW, Herbert Reul. Ja, bei mir steht jetzt der Innenminister Herbert Reul. Er hat heute sehr beeindruckt von diesen Tatsachen, die ihm da offenbart wurden von seinen Mitarbeitern, eine Pressekonferenz gegeben. Jetzt konnten wir nochmal persönlich auch mit ihm sprechen und ich kann ihm jetzt nochmal die Fragen stellen zu diesem Komplex, der, er nennt es selbst so, die Polizei Nordrhein-Westfalen bis ins Mark erschüttert. Herr Innenminister, was sind das für Beamte, die dort von diesem Fall jetzt betroffen sind? Woher kommen diese Bilder und diese Chats? Das ist eine mehrheitlich Leute aus einer Wachgruppe in Mülheim, Leute, die sich offensichtlich auch privat kennen, die eine private Chatgruppe haben und in dieser Chatgruppe also unmögliche Sachen, rechtsextreme, fremdenfeindliche, rassistische Bilder gepostet haben. Jetzt hat der Verfassungsschutz, stellvertretender Verfassungsschutzchef uns gerade gesagt, es handelt sich um Hardcore-Rechtsextremismus. Können Sie vielleicht mal beschreiben, was das ist? Sie sprachen selber heute von übelster und widerwärtigster Hetze gegen Migranten, gegen Flüchtlinge und eben auch rechtsradikale Symbole. Um was geht es denn da? Was müssen wir uns vorstellen, was dort gepostet wurde? Ja, einmal alles das, was mit Hitler, mit Drittem Reich und Symbolen zu tun hat. Zweitens das, was an Flüchtlingen, aber Flüchtlinge eben niederträchtig dargestellt, mit Aufforderung quasi sogar sich darum zu kümmern. Und drittens auch, sag ich mal, Bilder, die einfach von einer, ja, die einen narzisstischen Hintergrund haben. Wie gehen Sie jetzt weiter vor? Es gab ja heute Morgen Durchsuchungen, insgesamt 34 auf Polizeiwachen, in Privatwohnungen der Beamten. Es gibt Disziplinarverfahren, es gibt Suspendierungen. Vielleicht können Sie noch mal beschreiben, wie Sie jetzt dagegen vorgehen und was Sie eben auch in Zukunft präventiv machen wollen, damit sich sowas nicht wiederholt. Erstens, alle diese Beamtinnen und Beamten sind vom Dienst suspendiert. Zweitens, wir haben alle ihre Häuser und Dienstwohnungen durchsucht, haben alles festgestellt und weggenommen, was an Material zur Verfügung steht, um ein Urteil zu bilden. Wir werden jetzt die Behörde mit einer großen Untersuchung überziehen. Wir werden darüber hinaus mit den Behördenchefs gleich tagen, weil ich finde, jetzt muss in jeder Behörde geguckt werden. Und vielleicht zum Schluss, wir haben einen Beauftragten eingesetzt, der sich darum kümmern soll, die Lage zu analysieren und vor allen Dingen, nachdem er ein Lagebild hat, wie sieht das aus mit der Polizei und Rechtsextremismus, auch Vorschläge zu machen, an welchen Stellen wir helfen können. Denn es geht jetzt darum, die zu erwischen, die sich nicht richtig benommen haben, aber viel wichtiger ist, diejenigen zu schützen, die ordentliche Arbeit machen. Das wäre noch eine letzte persönliche Frage. Sie sprachen noch heute davon, dass Ihnen die Beamten leid tun, die aufrecht ihren Dienst machen, den Menschen helfen. Was können Sie denen denn sagen? Sie sprachen davon, es sind keine Einzelfälle mehr. Wir müssen schon sagen, da ist ein Problem da, aber es ist kein strukturelles Problem. Was können Sie den Beamten denn sagen, wie Sie die unterstützen wollen, die sich möglicherweise jetzt natürlich in der Öffentlichkeit auch blöden Fragen stellen müssen? Ja, das ist verdammt schade, aber es sind 50.000 Mitarbeiter in der Polizei und wir haben jetzt ein paar wenige, aber viel zu viele erwischt. Und wir machen das, um die vielen, die ordentlich ihre Arbeit machen, zu schützen. Und die können mir dabei natürlich auch helfen. Weil jetzt muss alles auf den Tisch, ob es woanders auch noch solche Gruppen gibt. Polizisten sind nicht dafür da, zu schweigen, sondern Polizisten sind dafür da, zu reden und aufzuklären. Und wenn ein Mangel in der Gesellschaft ist, wenn ein Regelverstoß in der Gesellschaft ist, das gilt genauso, wie wenn Regeln unter Kollegen gebrochen werden.
Vielen Dank, Herr Innenminister. Ja, die nächsten Wochen werden wahrscheinlich noch zeigen, auch die Auswertung der heute sichergestellten Handys, dass es möglicherweise noch weitere Chats gibt. Die Zahl der Bilddateien ist von heute Morgen 126 schon auf 160 hochgegangen, die relevant sind, die man entdeckt hat auf diesen Handys. Und man muss leider damit rechnen, dass in den nächsten Wochen vielleicht noch weitere Dinge und Details an die Öffentlichkeit kommen. Aber der Innenminister hat es gerade gesagt, wir müssen jetzt aufklären, wir müssen das eben beseitigen, dieses Problem in der Polizei. Und da muss man abwarten, wie die nächsten Wochen sich entwickeln. Vielen Dank an Frank Schneider. Ja, und auch Bundesinnenminister Horst Seehofer, der hat sich heute exklusiv gegenüber Bild zu dem Polizeiskandal geäußert. Das ist erschütternd. Das ist vollkommen inakzeptabel. Und ich kann nur dem NRW-Innenminister danken, dass er hier sehr konsequent gehandelt hat. Das ist ja immer unsere Auffassung, dass wir Nulltoleranz gegenüber solchen Entwicklungen zeigen. Und das ist dort auch so geschehen. Aber ich würde jetzt nicht von einem strukturellen Problem bei der Polizei reden. Wolfhard L. wollte einfach nur seine Pflicht tun und musste deshalb offenbar sterben. Er wurde entführt, gefoltert und ertränkt. Und das alles nur, weil er vor Gericht gegen einen Schwerverbrecher ausgesagt hat. Über ein Jahr lang hat die Polizei ermittelt, um den Täter zu finden. Und heute startete dann der Prozess. Prozessbeginn gegen den mutmaßlichen Mörder Jürgen T. aus dem Kreis Wittenberg. Er soll den 77-jährigen Wolfhard L. im Januar 2019 entführt, gequält und zum Sterben in einen Bach gelegt haben. Im November 2016 sagte der Rentner gegen den 54-jährigen wegen Schwarzfahrens vor Gericht aus. Der vorbestrafte Jürgen T. bekam daraufhin eine Haftstrafe. Im Januar 2019 trafen sich beide in der Stadt Zahna wieder. Ein Zeuge, der sich später bei der Polizei meldete, berichtete, dass er aus der Ferne einen Streit beobachtet habe. Die Anklage geht davon aus, dass er im Anschluss an diesen Streit das Opfer auf seinen Kleintransporter gestoßen und entführt habe. Die Ermittlungen der Kripo ergaben, dass Wolfhard L. auf dem Grundstück des Angeklagten in einer Waschküche offensichtlich über Stunden gefoltert wurde. Die Obduktion der Leiche ergab später massive Rippenbrüche. Der Ex-Polizist wurde als vermisst gemeldet. Einen Tag später fand man seine Leiche. Unweit des Hauses von Wolfhard L. legte der Angeklagte den Rentner in einen kleinen Fluss zum Sterben ab. Damit er sich nicht mehr befreien konnte, soll er, so wirft es ihm die Anklage vor, die Beine des Rentners mit einem Fischnetz umwickelt haben. Alles sollte so aussehen, als wäre der Rentner ohnmächtig geworden und in den Bach gestürzt, dabei gestorben. Zuerst sah auch alles nach einem Unfall aus, doch an der Leiche wurden DNA-Spuren gefunden und die Obduktion ergab, dass Wolfhard L. vor seinem Tod massive Verletzungen zugeführt wurden. Jürgen T. ist Polizei bekannt, unter anderem durch Eigentumsdelikte wie Schrottdiebstahl. Nun muss er sich wegen Mordes verantworten. Bislang schweigt er zu den Vorwürfen. Ja, und wie wir gerade gehört haben, er schweigt zu den Vorwürfen und hat auch heute die Anklageschrift eher teilnahmslos mitbekommen. Das Urteil, das steht natürlich noch aus. Und wir gehen noch nach Lesbos. Dort ist noch immer mein Kollege Till Biermann vor Ort und der hat heute einen ganz besonderen Menschen kennengelernt. Abdul Azim Sultani kam 2015 nach Deutschland. Am 3. Juli 2018 stürmte nachts die Polizei in seine Unterkunft bei München und nahm ihn fest. Sein Asylantrag war abgelehnt worden. Er hatte einen Anwalt eingeschaltet, aber den konnte er nicht mehr anrufen. Am 4. Juli landete er in Kabul. Zwei Tage später erhängte sich einer der Abgeschobenen im Dachboden des Hotels. Abdul hat ein Foto von der aufgeblähten Leiche gemacht, die eine Woche später gefunden wurde. Er erzählt, weshalb er seine Heimat verlassen habe. Als ich 15 Jahre alt war, sah ich beim Schafehüten, wie ein 17-Jähriger einen 12-jährigen Jungen missbrauchte. Der 17-Jährige drohte mir und behauptete dann, ich habe den Jungen missbraucht. Die Familie des Jungen wollte mich erstechen. Ich musste fliehen. Er floh in den Iran, wo er 6 Jahre lebte. Von dort gelangte er dann mit der großen Welle 2015 bis nach Deutschland. Das ist mein Hauptschulabschluss von der staatlichen Berufsschule in Ertisse. Er machte einen Hauptschulabschluss, bekam 2-mal sehr gut, 2-mal gut und 1-mal befriedigend in Mathematik.
sagt, sein Deutsch ist gut für jemanden, der nur 4 Jahre hier lebte. Am 1. August 2018 hätte er eine Ausbildung zum Altenpfleger beginnen sollen. Stattdessen war er einer der 69 Afghanen, von denen Horst Seehofer am 24. Juli 2018 zu seinem 69. Geburtstag verkündete, sie sollten abgeschoben werden. Und Till Biermann ist mir jetzt zugeschaltet. Till, wir haben gerade den Beitrag gesehen über den Mann, den du kennengelernt hast, der schon abgeschoben wurde aus Deutschland und jetzt wieder nach Deutschland möchte. Ist das denn ein Einzelfall? Nein, ich habe hier einige, Männer kennengelernt, die Deutsch sprachen. Also ich alleine bin jetzt hier jeden Tag, ich habe mit 4 gesprochen, die Deutsch sprachen. Und zum Beispiel unter anderem haben wir gerade die kleine Diana kennengelernt. Die ist 8 Jahre alt. Ihr Vater war von 2015 bis 2019 in Deutschland, wurde dann abgeschoben nach Afghanistan, hat dann seine Frau und seine kleine Tochter genommen und sie sind alle zusammen wieder hierher gekommen und befinden sich jetzt hier in diesem wilden Camp an der Küstenstraße. Deutschland möchte ja jetzt 1.553 Flüchtlinge aufnehmen. Weiß man denn mittlerweile schon, nach welchen Kriterien die ausgesucht werden? Nun, es müssen Familien sein und es müssen welche sein, die einen sicheren Schutzstatus haben. Also denen ein Schutzstatus anerkannt wurde nach einem Asylinterview. Und von den rund 13.000, die hier auf Lesbos sind, sollen das nur 1.000 bis 2.000 überhaupt sein. Das heißt, von diesen ganzen Menschen hier, die jetzt um mich hier rumstehen, wird es wahrscheinlich überhaupt gar kein, wird wahrscheinlich überhaupt gar keiner nach Deutschland kommen können. Und deswegen ist die Verzweiflung hier nach wie vor groß. Die Leute leben lieber in diesen selbstgemachten Hütten, wie man hier sieht zum Beispiel. Die haben sich Bambusstöcke geschlagen, die zusammengebunden, um sich so Strukturen zu schaffen, in denen sie leben können. Sie haben schon, es gibt kleine Märkte sind entstanden. Es ist eine richtige Stadt hier entstanden in der vergangenen Woche seit dem großen Brand. Und die Leute versuchen, sich selbst zu helfen. Andererseits wurde ja jetzt ein neues Camp errichtet, genau in der Nähe. Da wollen die Leute aber offenbar nicht hin. Ist das dann der Grund, leben die Menschen dann eben in diesen kleinen Zeltstätten, die du uns jetzt gezeigt hast? Genau so ist das. Es gibt jetzt dieses neue Lager, das ist ein Militärgelände mit Stacheldraht abgetrennt. Da stehen über 500 Zelte, da ist Platz für Familien zunächst. Und es sind jetzt auch 1.400 mittlerweile dort gelandet. Die werden alle auf Corona getestet, 37 positive Tests gab es. Aber wenn die da erst einmal drin sind, dürfen sie da zunächst auf unbestimmte Zeit, das wird nicht genau gesagt, wie lange nicht mehr raus. Und das wissen die Leute hier draußen. Die haben Angst, dass sie in einem Gefängnis landen. Sie wollen lieber das bisschen Freiheit, was sie hier an dieser Küstenstraße, in der sie jetzt zu etwa 10.000 leben, lieber behalten, offenbar. Das Problem für diese Leute ist aber, dass sie, wenn sie nicht ins neue Lager gehen, gar keine Chance haben, irgendwie eine Verbesserung ihrer Lage zu erwarten, denn nur die Leute, die ins neue Lager gehen, deren Dokumente werden weiter bearbeitet, die können dann, wenn sie das Asylinterview quasi bestehen, einen Schutzstatus zuerkannt bekommen und die Chance haben, aufs Festland zu kommen. Und eine letzte Frage noch. Heute Nacht hat es auf Samos gebrannt, auch in der Nähe eines Flüchtlingslagers. Und die Regierung, die schlägt jetzt Alarm und warnt vor einer Moria-Taktik. Was hat es damit auf sich? Nun, die Brände vor einer Woche in Moria im alten Camp, das ja gnadenlos überbelegt war. Es war für 3.000 Leute geschaffen worden, da waren zeitweise 20.000 Menschen, wurden ja offenbar von geflüchteten Migranten selbst gelegt. Es wurden 5 Afghanen schon festgenommen, die das getan haben. Wahrscheinlich, davon geht man von aus, um auf ihre Lage aufmerksam zu machen und auch einen Druck zu erzeugen, irgendwie aufs Festland zu kommen. Und jetzt gab es noch diesen Brand auf Samos. Und deswegen haben die griechischen Politiker große Sorgen, dass so eine Art Moria-Taktik halt entsteht. In dem Sinne, dass die Leute ihre eigenen Behausungen anzünden, um Druck zu erzeugen. Und man will dem aber nicht nachgeben. Deshalb hat man dieses neue Camp auf dem Militärgelände errichtet, um die Leute dort unterzubringen. Till Biermann live aus Lesbos. Ich danke dir für den Moment.
Ja, und wie den tausenden obdachlosen Flüchtlingen geholfen werden soll, darüber ist ein regelrechter Streit entbrannt. Die Regierung hat sich nach einigen Auseinandersetzungen mittlerweile darauf geeinigt, dass 1.553 Flüchtlinge nach Deutschland kommen dürfen. Im Bundestag hat Innenminister Seehofer heute diese Einigung verteidigt. Danach stand er den Abgeordneten für circa eine Stunde Rede und Antwort. Und da schauen wir mal rein. Vor Ihnen steht ein Bundesinnenminister, der mehr als jeder andere auf der einen Seite die Begrenzung und Steuerung der Migranten entschieden hat, gemeinsam mit vielen Gesetzen durch das Parlament unterstützt. Mehr als jeder andere. Und ich bin bis zur Stunde der einzige Innenminister Europas, der für die humane Antwort einen Lösungsvorschlag vorgelegt hat. Und ich glaube, darauf sollte Deutschland stolz sein. Ein Lösungsvorschlag, der uns nicht überfordert. Wir werden mit hoher Wahrscheinlichkeit in diesem Jahr die Grenze von 100.000 Asylbewerbern nicht überschreiten. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe diesen Vorschlag der Bundeskanzlerin und dem Olaf Scholz deshalb gemacht, weil es sich fundamental unterscheidet von 2015. 2015 ist eine Grenze geöffnet worden. Menschen haben sich in großen Mengen in Bewegung gesetzt. Andere auf dem Weg haben sich angeschlossen. Sie kennen alle die Bilder. Jetzt ist eine klare Vereinbarung, nicht mit den Brandstiftern, sondern mit der griechischen Regierung. Wir führen ordentliche Verfahren durch, mit der Identität, mit der Sicherheit. Wir wollen ja auch keine Kriminalität importieren. Und mit Covid-19. Ohne eine europäische Lösung können Sie ein humanes und geordnetes Asylverfahren in Europa nicht erwarten. Dann handelt wieder jeder alleine. Und wohin das führt, haben wir ja gerade erlebt. Soweit Innenminister Seehofer. Und bei mir im Studio ist jetzt Simon Schütz. Du weißt, wie sehr der Minister heute gegrillt wurde, richtig? Ja, genau. Also im Endeffekt musste er die Entscheidung verteidigen. Es war dafür eine Befragung von circa einer Stunde angesetzt. Und er wurde ja von zwei Seiten eigentlich angegriffen. Zum einen eben angeführt von den Grünen eigentlich, die Fraktion, die eben sagt, es hätte viel mehr passieren müssen. Es ist in der letzten Zeit viel zu wenig passiert und man hat alle Warnungen überhört. Auf der anderen Seite eben die AfD, die meinte, das, was man jetzt tut, sei viel zu viel und sendet die falschen Signale. Im Endeffekt hat Seehofer sich aber ganz gut gemacht, hat da eben auch dazu gesagt, dass noch mehr kommen sollte, war eben auch sein Argument, dass das Ziel ist, eine europäische Lösung zu finden und dass, wenn Deutschland eben mit alleinigen Entscheidungen auftritt und so quasi ja, den moralischen Zeigefinger erhebt, dann macht das eine Lösungsfindung im Endeffekt eher noch schwieriger. Und das hat er eben heute in dieser Befragung auch noch mal argumentativ dargestellt. Einerseits verständlich, andererseits seit 5 Jahren gibt es keine europäische Lösung und dass es die jetzt demnächst geben wird, ist ja auch eher utopisch. Wie steht er denn zur EU-Flüchtlingspolitik? Also damit hat er auch für seine Verhältnisse wirklich hart abgerechnet. Er hat gesagt, dass das, was in den letzten Jahren passiert ist in Europa, für die europäische Idee, und ich zitiere, absolut armselig ist. Ja? Daran ist er sicherlich nicht schuld, aber auf der anderen Seite ist auch sehr wenig passiert. Und da sitzt die ganze Europäische Union dran schuld. Und jetzt muss man eben versuchen, dafür hat er ja auch wieder appelliert, dass man eine europäische Lösung findet und eben auch wirklich eine Lösung findet, in der so viele Staaten wie möglich mitziehen. Jetzt hat er auch gesagt, es soll keine Kriminalität mehr reingeholt werden. Jetzt muss man natürlich sagen, nicht jeder Flüchtling, der hier reinkommt, ist kriminell. Trotzdem gibt es welche, die es sind. Wie will man denn da irgendwie eine Lösung finden? Kann man dafür eine Lösung finden? Also das Problem ist ja eigentlich, dass man natürlich, es kommt immer darauf an, wie viele Akten sind vorhanden, welche Daten sind vorhanden und wie sich jemand entwickelt, wenn er erstmal irgendwo ist. Das kann man sowieso nicht vorhersagen. Was er wirklich ändern will, ist, um das Ganze zu vereinfachen, ist, dass er die Entscheidung über Schutzbedürftigkeit an die Außengrenze der EU verlagern will, in diese Hotspots. Und dann soll eben entschieden werden direkt, wer darf und wer darf nicht in die EU einreisen. Und erst die, die eben dann diese Schutzbedürftigkeit erhalten haben, werden auf die Länder verteilt. Und laut seiner Argumentation würden 2/3 dieser Menschen sowieso schon gar keine Genehmigung bekommen, einzureisen. Und er sagt, die dann übrig bleiben, diese Zahl ist so gering, dass es wahrscheinlicher wird, eine Lösung zu finden innerhalb Europa und nur wahrscheinlicher ist, dass man genügend Länder findet, die sagen, wir machen mit, wir nehmen Flüchtlinge auf. Und er nimmt auch die Herkunftsländer in die Pflicht. Er sagt, wir bezahlen Entwicklungshilfe und Ähnliches. Und da hat er heute auch ganz klar gesagt, wenn die sich in der ganzen Politik auch bei Zurückweisungen nicht solidarisch zeigen, dass man dann eben auch finanziell Konsequenzen ziehen müsse. Vielen Dank, Simon Schütz, für deine Einordnung zu dem Thema. Sehr gerne, danke.
Ja, von der Politik zu einer anderen Geschichte in der Kategorie bitte was. Denn die Deutsche Bahn hat tatsächlich eine Brücke für Fledermäuse gebaut. Also ja, Fledermäuse, die mit den Flügeln, also die, die keine Flügel, keine Brücke brauchen. Fragt man sich natürlich, was soll das Ganze? Und das kann hoffentlich jetzt unser Bildreporter Sebastian Prengel einigermaßen beantworten. Das hier ist die neue Fledermausbrücke der Deutschen Bahn in Mülheim. 8 Meter hoch, 11 Meter breit, 31 Meter lang und 1,6 Millionen Euro teuer. Hier sollen Fledermäuse einen sicheren Weg über die Gleise finden. Das Areal ist ein wichtiges Einzugsgebiet für Fledermäuse. Die Tiere schlafen da hinten am Rand des Schwarzwalds. Und wenn es dunkel wird, jagen sie ihre Beute in der Rheinebene. Und um hierher zu kommen, nutzen sie spezielle Routen. Und eine dieser Routen führt entlang dieses Baches bis zu den Gleisen. Die haben die Tiere bislang immer unterquert durch einen kleinen Tunnel. Im Zuge des Ausbaus der Bahnstrecke wurde aber auch der Tunnel vergrößert. Und jetzt befürchten Fledermausexperten, dass der Tunnel als Fledermausroute ungeeignet sein könnte und die Tiere sich nicht mehr orientieren können. Deshalb hat man an dieser Stelle die Brücke gebaut. Aber woher sollen die Fledermäuse wissen, dass sie jetzt über die Brücke fliegen sollen? Gar nicht. Man hofft einfach, dass sich die neue Flugroute irgendwann etabliert und dass man die Fledermäuse anhand von Leitstrukturen über die Brücke lenken kann. Und in diese Hoffnung investierte die Deutsche Bahn 1,6 Millionen Euro. Ob das klappt wie auf dem Papier? Unklar. Denn Tiere halten sich nicht an Papiere. Klar ist aber, wer am Ende die Rechnung zahlt. Der Fahrgast. Ja, muss man eigentlich nichts mehr dazu sagen. Seit einigen Monaten leben wir wieder in einer Art Normalität. Wir dürfen wieder in Restaurants, wir dürfen in Bars, wir dürfen reisen. Jetzt darf auch eine andere Branche wieder ihre Kunden beglücken, und zwar die Sexbranche. Bild hat den ersten Arbeitstag in einem Hamburger Bordell begleitet. Endlich kommt Bewegung rein. Seit gestern darf Laura wieder im Kiez-Laufhaus Pink Palace arbeiten. Ihr Job stand die letzten 6 Monate unter Strafe. Also ich habe nicht gearbeitet, seitdem der Lockdown gekommen ist und ich an dem Tag meine Zimmer ausräumen musste und meine Sachen packen musste. In der Zeit habe ich überwiegend von meiner Corona-Soforthilfe gelebt, die ich bekommen habe. Habe auch ein bisschen Erspartes ausgegeben, aber nicht so viel und bin damit gerade so über die Runden gekommen. Rein ins Laufhaus dürfen wir aufgrund des Hygienekonzepts nicht, sagt uns Thorsten Eitner. Der Geschäftsführer des Pink Palace hat heute besonders viel zu tun. Alles ein bisschen stressig halt, ja. Die ganzen Frauen, die eigentlich schon mal hier waren, die reisen gerade wieder an. Ja. Deswegen ist alles ein bisschen drunter und drüber. Funktioniert aber alles. Hygienekonzept, alles aufgestellt. Wir sind bereit. Also die ersten Gäste kommen auch schon. Läuft. Im 3. Stock ist Lauras Zimmer. Dort empfängt die gelernte Floristin ihre Freier. Wie Sex mit Mundschutz geht, hat sie sich genau überlegt. Ja, also Sex mit Mundschutz geht ganz einfach, weil dafür braucht man ja keinen Mund. Da gibt es ja noch andere Möglichkeiten. Natürlich fällt dann der gute alte Blowjob natürlich erstmal weg. Küssen, falls es man vorher angeboten hat oder irgendwas, wo man sich halt so nahe kommt, geht dann natürlich nicht mehr. In keinem anderen Berufszweig herrschte so lange Arbeitsverbot wie im Sexgewerbe. Doch jetzt leuchtet in Hamburg das Rotlicht wieder. Für unsere nächste Story, da brauchen Sie richtig gute Augen und ganz schön viel Fantasie. Schauen Sie mal auf dieses Bild und raten Sie mal, wer das ist. Lange Haare, ein knielanges Kleid, die Hand so ein bisschen nach oben erhoben. Könnte irgendwie alles und auch nichts sein. Aber ein kleiner Tipp, hier steht tatsächlich die First Lady, und zwar die amerikanische First Lady. Das kleine Dorf Sevnica in Slowenien. Hier wurde jetzt ganz feierlich eine Statue enthüllt. Eine Statue von Melania Trump? Eine Ähnlichkeit ist bei aller Liebe nicht vorhanden. Okay, die Statue hat lange Haare, ein knielanges Kleid, grüßt winkend ihre Besucher, mehr aber auch nicht. Im Vergleich zur glamourösen First Lady der USA wirkt das Kunstwerk, sagen wir mal, sehr, sehr einfach. Das tut der Liebe zu Melania hier aber keinen Abbruch. Sie soll in Sevnica geboren worden sein, heißt es. Dem Dorfmief ist die 50-Jährige natürlich längst entkommen. Das ehemalige Model jettet heute mit McDonald durch die Welt. Und wer jetzt sagt, das kommt mir alles irgendwie bekannt vor, der liegt richtig. Hier an dieser Stelle stand tatsächlich schon einmal eine Statue von Melania, eine aus Holz. Doch die wurde ausgerechnet am amerikanischen Unabhängigkeitstag, dem 4. Juli, von Unbekannten abgefackelt. Geschaffen worden war sie von einem lokalen Kettensägenkünstler im Auftrag des in Berlin lebenden amerikanischen Künstlers Brad Downey, der damit zum Nachdenken über die politische Situation in den USA und Melanias Rolle darin anstoßen wollte. Heute.
Glücklicherweise gab es von der Statue einen Abdruck. Deshalb konnte sie jetzt verhältnismäßig einfach reproduziert werden. Diesmal in Bronze, damit sie nicht wieder Flammen zum Opfer fällt. Ja, ein Denkmal ist nicht immer die beste Idee. Und wir machen weiter mit dem Sport, denn es war die Nachricht des gestrigen Tages. Die Fußballfans und auch alle anderen Sportfans dürfen endlich wieder ins Stadion. Das Ganze ist zwar an einige Regeln gekoppelt, aber trotzdem, die Vorfreude ist da. Und darüber möchte ich jetzt mit einem eingefleischten Köln-Fan sprechen, nämlich Holger Schran. Sie dürfen jetzt auch wieder ins Stadion. Wie fühlen Sie sich? Ist die Vorfreude riesig? Bestimmt, oder? Absolut, weil unser FC braucht die Fans und wir freuen uns alle, endlich wieder ins Stadion gehen zu dürfen. Ja. Wie sehr haben Sie das dann vermisst, im Stadion zu stehen, mitzugrölen, mitzufiebern? Ja, es war sehr, sehr schade. Also es war keine Stimmung. Also vom Fernseher hat man sich das angeschaut, aber ja, es kam halt nicht so rüber. Und man hat ja gemerkt, dass wir dann in den letzten 9 Spielen nur 4 Punkte geholt haben und unser FC braucht einfach die Fans. Ich glaube, die komplette Bundesliga braucht die Fans, weil der Sport lebt davon. Und jetzt haben Sie sich auch ein Ticket gegen Hoffenheim ergattert. Wie haben Sie das denn gemacht und was müssen Sie jetzt beachten? Also es ist folgendermaßen so gelaufen, dass wir, der FC Junker, wir sind ein Fanclub und wir haben weiterhin die Dauerkarten auch bezogen. Also wir haben weiterhin das Geld bezahlt und einige setzen aus und einige haben aber gesagt, wir wollen in diese Verlosung und es dürfen ja, glaube ich, 9.200 ins Stadion. Und ja, wir sind dabei, wir waren in der Auslosung dabei, sind gelost worden und freuen uns ganz doll darauf, wie genau das Hygienekonzept jetzt aussehen wird. Das weiß ich noch nicht so ganz genau, aber es soll wahrscheinlich so laufen, dass unterschiedliche Fans dann zu bestimmten Zeitpunkten ins Stadion gelassen werden sollen. Und wie das genau noch läuft, das war heute bis 16 Uhr, mussten wir das bekannt geben, ob wir bei der Verlosung daran teilnehmen wollten. Und wir haben das gemacht und haben jetzt Karten und freuen uns ganz doll darauf. Herr Schran, ich danke Ihnen. Ich freue mich für Sie und ich wünsche Ihnen den allergrößten Spaß beim nächsten Fußballspiel. Danke Ihnen. Vielen lieben Dank. Bleiben Sie gesund. Danke. Und wir bleiben beim Sport allerdings ein bisschen weniger euphorisch, denn es geht um Doping. Heute hat der Prozess gegen den Arzt Marc Schmidt begonnen. Er soll seit 2011 weltweit systematisch Blutdoping betrieben haben. Bildreporter Andreas Bachner, der war heute mit ihm im Gerichtssaal. Andreas, wie wirkte er denn auf dich und vor allem, was wird ihm genau vorgeworfen? Ja, also vorgeworfen wird ihm Verstoß gegen das Anti-Doping-Gesetz. Das heißt, er soll Sportler, Athleten zum Blutdoping verholfen haben. Das heißt, er hat Athleten laut Anklage Blut abgenommen, dieses Blut mit roten Blutkörperchen angereichert und dann diesen Athleten vor den Wettkämpfen dieses Blut wieder zugeführt, sodass sie größere Leistungen bringen konnten. Es geht dabei um Taten ab 2015, auch wenn er schon ab 2011 aktiv war, denn dieses Gesetz, dieses Anti-Doping-Gesetz, gilt erst seit 2015. Und da soll er 23 Sportler aus insgesamt 8 Nationen betreut haben, in insgesamt 150 Fällen Blutdoping ermöglicht haben. Allerdings sind das keine Spitzensportler offensichtlich, also das sind eher Radsportler und Skilangläufer aus der zweiten und aus der dritten Reihe. Ja, und am ersten Tag war er relativ entspannt, der Sportarzt Marc Schmidt, anders als die 4 Mitangeklagten, die sich teilweise hinter Aktenordnern und in Kapuzen versteckt haben, kam er relativ leger in Hemd und Khaki-Hose mit den Händen in den Hosentaschen in den Gerichtssaal, posierte teilweise sogar mit flankiert von seinen Verteidigern vor den Fotografen. Also das scheint ihn nicht besonders berührt zu haben, was erstaunlich ist, denn es geht doch um einiges für den Sportarzt. Du sagst gerade, es geht um einiges. Um was denn genau und wann wird ein Urteil erwartet? Also es sind 26 Verhandlungstage insgesamt, also noch 25 angesetzt. Am 21. Dezember soll ein Urteil voraussichtlich fallen, wenn es bei dem Programm bleibt. Und ihm drohen mehrere Jahre Haft. Also man kann davon ausgehen, dass es möglicherweise rund 5 Jahre Haft bei einer Verurteilung sein könnten. Und das ist nicht das Einzige, denn es droht ihm bei einer Verurteilung möglicherweise auch ein Berufsverbot. Das heißt, er könnte seinen Beruf als Arzt möglicherweise dann nicht mehr ausüben.
Andreas Bachner, vielen Dank, dass du den Prozess für uns beobachtest. Danke dir. Danke. Ja, und wir sind fast am Schluss angekommen. Wir gucken auf die Seite 1 von morgen. Florian von Heinze ist bei mir und ich sehe auch, ihr habt die Fledermäuse. Ja, wir haben im Grunde zwei Schlagzeilen morgen. Einmal natürlich die Fledermäuse und ihren Tunnel, beziehungsweise der Tunnel, der jetzt zur Brücke werden soll. Alle Details dazu, wie groß, wie lang, wie teuer und was das Ganze eigentlich soll, wird nochmal ausführlich erklärt. Wirklich sehr bizarr, diese ganze Geschichte. Und wir haben nochmal ausführlich Berichte von der Frau des Goldhändlers, die überfallen wurden. Sie beschreibt, wie ihr Mann die zwei Räuber erschossen hat, dass sie jetzt Angst vor Rache hat, wie sie damit umgehen, wie sie damit leben. Das ist ein sehr bewegender Bericht, den sie die beiden gemeinsam unseren Reportern geschildert haben. Also das ist morgen die zweite Schlagzeile. Vielen Dank an dich. Und damit sind wir fast am Ende unserer Sendung. Bleiben Sie gerne dran, denn direkt im Anschluss, direkt nachdem ich mich verabschiedet habe, zeigen wir Ihnen unsere neue Bilddokumentation und die geht wirklich unter die Haut. Meine Kollegin Friederike König, die hat die Familie Ewald ein Jahr lang begleitet und innerhalb kürzester Zeit sind 4 von 5 Familienmitgliedern tatsächlich an Krebs erkrankt. Die Dokumentation zeigt also den Alltag zwischen Leben, Hoffnung, Krankenhaus und tatsächlich dem Tod.